Liebe Brüder und Schwestern, dieses Evangelium ist doch sehr, sehr klare Ansage. Und da kann man nicht sagen, hat Jesus so gemeint oder so gemeint. Da kann man noch irgendwie differenzieren. Er spricht knallhart, zum Beispiel, ihr sollt eure Feinde lieben, ihr sollt barmherzig sein, nicht richten, die Schuld erlassen. Er sagt nicht, in diesem Fall kannst du es tun und in jedem Fall kannst du es nicht tun, oder brauchst du es nicht zu tun. Jesus ist sehr, sehr deutlich. Falls ihr das nachlesen möchtet, in Lukas 6, 27 bis 38, ein wirklich starkes Evangelium, das uns manche komische Entscheidungen abnimmt, eben weil es so klar ist. Es nimmt uns aus dem Zweifel heraus, weil wir haargenau wissen, was Jesus möchte. Und zu wollen, was Gott will, das heißt Glauben. Zu wollen, was Gott will, das heißt Glauben. Ich möchte jetzt die Basis davon erläutern, denn Paulus gibt uns die Basis, wieso wir denn fähig sein können, das zu leben, was Jesus von uns erwartet, was Gott von uns erwartet. Er sagt, ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Von Gott geliebt, das dürfen wir schon noch annehmen, aber seine auserwählten Heiligen, ich ein Auserwählter, ich ein Heiliger. Die Christen haben sich so begrüßt und das war ihr Anspruch, Heilige zu sein, Heilige zu werden. Warum? Weil Jesus im Matthäus-Evangelium der Bergpredigt gesagt hat, seid heilig, wie euer Vater im Himmel heilig ist. Das ist der Anspruch. Er sagt nicht, seid ein bisschen besser als die Kriminellen. Das sagt er nicht. Seid heilig, seid barmherzig, haben wir heute gehört, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Warum haben wir es schwer zu glauben, dass wir Heilige sind? Oder warum sagen wir, ja, ich bin kein Heiliger? Weil wir uns schon wieder entschuldigen möchten und schon wieder Ausreden suchen für unsere Schwachheit und sagen, nobody's perfect. Liebe Brüder und Schwestern, wir spüren, dass ja, an unserer Heiligkeit, an unserem richtigen Ganzsein, denn heilig heißt Ganzsein, ganz heil, ganz gesund sein, ich meine jetzt nicht nur körperlich, aber ich meine vor allem geistlich, spirituell. Das heißt, ganz so sein als Kind Gottes, ohne Fehler, ohne Makel, so wie Maria, so wie Gott uns haben, so wie wir uns haben. So möchten wir eigentlich auch sein. Eigentlich ist das der tiefste Wunsch. Aber wir spüren, wir sind blockiert. Und besonders sind wir blockiert durch Situationen, Erlebnisse, die wir erfahren haben, Enttäuschungen, wo Menschen uns verlassen, verraten, verleugnet, enttäuscht und was noch immer haben, uns beleidigt, verletzt haben, schuldig geworden sind an uns. Und es gibt wirklich große, große Schuld, die wir gegenüber anderen Menschen uns aufladen oder sie gegenüber uns. Eine Person hat mir in einer Situation, wo ich auch schwer hatte, zu verzeihen, den Vergebungsrosenkranz empfohlen. Ich wusste nicht einmal, dass es so einen gibt, aber der geht so, Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Noch einmal. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Wow. Und wie schnell sind wir schon verletzt, beleidigt bei kleinsten Dingen. Ich habe Anfang der Woche diesen Rosenkranz auch gebetet. Ein paar Mal, weil ich mit einer Situation konfrontiert war, die mich schon verletzt und enttäuscht hat. Also, das ist unsere Aufgabe. Deswegen schreibt dann Paulus von der Heiligkeit, darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Wo nehmen wir diese Kleider her? Wäre ja schön, wenn wir die irgendwo hernehmen könnten. Wir können sie hernehmen und sie sind uns geschenkt seit unserer Taufe. Paulus schreibt in seinen Briefen, ihr habt Christus wie ein Gewand angelegt. Und das ist nicht nur so ein symbolisch-poetisches Sprechen von Paulus, es ist die Realität. Warum? Weil in der Taufe sind wir auf den Tod Jesu getauft worden.
wo er unsere Sünden weggenommen hat, weggewaschen hat durch sein kostbares Blut. Durch die Heilige Kommunion, also durch das Taufwasser sind wir bekleidet. Durch die Salbung mit dem Chrisam sind wir auch mit Christus bekleidet. Chrisam heißt der Gesalbte, davon kommt auch der Name Christus, der Gesalbte. Wir sind Gesalbte. Wir sind Abbilder Christi. Und dann durch die Heilige Kommunion werden wir auch innerlich mit Christus bekleidet, wie mit einem Gewand. Der Heilige Geist, der uns geschenkt ist, in der Firmung, aber auch bei jedem heiligen Sakrament, wird uns erneut der Heilige Geist geschenkt. Und wie Paulus später schreibt, darum singt Gott in euren Herzen Psalmen, Hymnen und Lieder, wie sie der Geist eingibt. Tun wir das? Tun wir es wirklich? So dass wir wirklich bekleidet sind mit Christus. Aus eigener Kraft, da müssen wir ehrlich sein, da kommen wir nicht sehr weit. Auch meine Kräfte, meine eigenen Kräfte, natürlichen Kräfte, die lassen nach, oder meine eigenen Nerven, die lassen nach. Wie oft sagen wir, das geht mir auf den Geist? Wie oft sagen wir das? Auf welchen Geist? Unseren schwachen Geist. Sind wir geschützt durch das Blut Jesu Christi? Sind wir geschützt durch das Wort Gottes? Es wurde mit seinem ganzen Reichtum in euch, sagt Paulus. Belehrt in der Mark einander in aller Weisheit, mit der Weisheit Gottes. Wisst ihr, diese menschlichen Ratschläge, hier hat jemand gesagt, ein Ratschlag ist auch ein Schlag. Und wie oft schlagen wir herum mit diesen Räten, mit diesem Rat, den er uns gegeben hat. Ertragt euch gegenseitig. Wie oft haben wir schwer, uns einfach nur mal zu ertragen. Das heißt doch nicht, dass wir Best Friends sind, dass wir beste Freunde sind. Vergebt einander, genau. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Vor das Kreuz hingehen und sagen, in Gedanken, heute will man sagen, virtuell, mit dieser Person, der ich zu vergeben habe, mich vor das Kreuz stellen, mich unter den Blick Jesu stellen und sagen, Herr, ich vergebe jetzt dieser Person. Und ich sage zu dieser Person vor dem Kreuz, ich verzeihe dir jetzt vor dem Kreuz Jesu. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt hier. Bis auf einmal, ich habe das getan, einige Zeit, nicht einen Tag, nicht zwei Tage, es war ein Prozess. Und auf einmal habe ich gespürt, diesen Blick des Erbarmens Jesu nicht nur auf mir, sondern auch auf diese Person. Und es war kein anderer Blick des Erbarmens, es war derselbe. Übrigens, diese Darstellung von Jesus und seiner Barmherzigkeit ist die erste Darstellung, die Darstellung, die Faustina Kowalska gekannt hat. Und Faustina hat dann gesagt zu dem Künstler, das ist aber, oder zu Jesus hat sie geklagt, das ist aber nicht so, wie ich dich gesehen habe. Und dann hat Jesus zu ihr gesagt, das ist mein Blick, als ich am Kreuz sehe. Das ist sehr interessant. Genau bei dieser Darstellung, es gibt ja zwei. Liebe Brüder und Schwestern, aus eigener Kraft kommen wir nicht sehr weit. Und deswegen, sagt Paulus auch, bekleidet euch mit Demut, seid demütig. Und bittet den Herrn, wenn das sein Wille ist und wenn wir glauben, also wollen, sollen, was Gott will, dann schenkt er auch die Gnade, die wir dazu brauchen. Und dann wird auch die Liebe als Band alles zusammenhalten, weil wir aufgehoben sind in einer Liebe, die viel größer ist als unsere Liebe, die manchmal so oder so sein kann oder emotional ein bisschen übersteuert, untersteuert ist, wie auch immer. Aber in der Liebe Gottes kommt der richtige Ausgleich. So wollen wir in dieser heiligen Messe den Herrn um all diese Gnaden bitten und aus seinem Reichtum schöpfen, was er für jeden von uns bereit hat, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.